Fast jeden Tag werden in Berlin Wohnungen zwangsgeräumt, weil sich Konflikte zwischen Mietern und Hausbesitzern verschärfen. Dabei gibt es durchaus Vermieter mit einem sozialen Gewissen. Na, ich bin gerne Vermieter, weil ich viel mit Menschen zusammen bin und vor allen Dingen auch meine Philosophie so ein bisschen an den Mann bringen kann, auch in Bezug auf, dass die Mieter zufrieden wohnen können. Und es ist ja auch so, dass viele Mieter eben teilweise 40, 50 Jahre bei uns wohnen. Und das macht schon Freude, wenn man dann ins Haus geht und die besucht. Pedro Elsbach nennt sich Vermieter. Seine Mieten sind bezahlbar. Trotzdem erzielt er damit auch Gewinne. Man muss nur die Kirche im Dorf lassen. Man muss den Mieter leben lassen und man muss selber leben können. Und das kann man auch mit sozialverträglichen Mieten machen. Hast du jetzt auch ein Elektroauto? Ein Mieter von mir, darf ich vorstellen? Hat mich natürlich sehr gefreut, weil es natürlich schwierig war. Habe auch 3 Monate gesucht und dann war ich glücklich, dass mich da irgendwie, dass eine Wohnung frei geworden ist und Pedro mir die direkt angeboten hat. Und ja, bin da auf jeden Fall super happy so. Also kann man sich nicht beschweren. Ja. Er ist was Besonderes, sagen wir mal so. Na, weil ja, ich kenne ihn schon sehr lange, sagen wir mal so. Ich kenne ihn schon so, als er so war, kenne ich ihn. Ich kenne ja seinen Vater und seine Family und so weiter. Ute Krämer ist ebenfalls Mieterin von Pedro Elsbach. Für ihre 55 Quadratmeter Wohnung bezahlt sie 300 Euro Kaltmiete. Ich weiß, dass ich mit meiner Rente diese Miete immer zahlen kann. Und das gibt ein tolles Sicherheitsgefühl. Also so zu wissen, okay, hier schmeißt sich keiner raus. Ute Krämer kümmert sich gern um den kleinen Vorgarten des Mietshauses in Berlin-Friedenau. Seit 14 Jahren wohnt sie hier. Pedro Elsbach will, dass sich seine Mieter auch dann noch sicher fühlen können, wenn er nicht mehr lebt. Deswegen haben er und seine Familie entschieden, die gemeinnützige Elsbach-Stiftung zu gründen. Diese ist nun Eigentümerin der Häuser, die vorher der Familie Elsbach gehörten. Vor allen Dingen wollten wir, dass unsere Enkel sozusagen die Häuser dann auch zum späteren Zeitpunkt nicht verkaufen können. Also wenn sie dazu in der Lage wären. Also wenn wir nicht mehr sind, ist diese Stiftung, bleibt ein Leben lang auch in die Zukunft gerichtet, immer bestehen. Und es darf weder Eigentumswohnungen gemacht werden, es darf nichts verkauft werden und so weiter. Die Überschüsse aus den Mieteinnahmen spendet die Elsbach-Stiftung für soziale Zwecke. Der faire Vermieter Pedro Elsbach beweist, dass es geht, menschlich sein, wenn man mit Wohnungen wirtschaftet.